Guten Tag, mein Name ist Werner Habermehl von Alpina Sports und ich bin heute zu Gast bei A-Sport in Luxemburg. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen uns einige Minuten mit dem Thema Skibrillen beschäftigen. Ein ganz wichtiges Tool, damit auch der schlechte Skitag mit schlechtem Wetter zum schönen Skitag wird. Das Auge verbraucht einen Großteil unserer körperlichen Energie. Jeder von uns weiß beim Sport, sei es beim Radfahren, beim Skifahren, es gibt Wettersituationen, Wind- und Regensituationen, da werde ich einfach extrem eingeschränkt in meinem Tun. Es wird gefährlicher, ich verliere die Übersicht, Angst baut sich auf. Beim Skifahren schaut es so aus im Allgemeinen, ich bin 800 Kilometer von Luxemburg in die Berge gefahren, habe meinen Skipass bezahlt für 60 Euro und da kann es passieren, dass am nächsten Tag der Nebel am Berg steht, die Sonne nicht scheint und ich nach zwei Abfahrten mich sehr unwohl fühle und um 11 Uhr auch schon wieder in der Hütte bin. Das kann ich fast ausschalten mit der richtigen Skibrille, in der richtigen Passform, in der richtigen Größe, mit dem richtigen Glas. Punkt Nummer 1 ist, die richtige Größe zu finden. Wir vermessen heute Skibrillen in ihren Größen, ähnlich wie Sie es beim Schuhkaufen kennen. Und das geschieht mit diesem Gerät. Damit wird die Kopfbreite bestimmt, die Nasenhöhe bestimmt, der Augenabstand bestimmt. Und Sie finden nach einem Messsystem SML und nach einem System der Brillenhöhe die passende Brille zu Ihrem Helm im perfekten Abstand, ohne dass Sie Nasendruck haben. Der zweite ganz entscheidende Punkt ist bei der Auswahl der Brille, dass Sie sich möglichst für ein Glas entscheiden, das Ihnen alle Witterungsbedingungen abdeckt und mit denen Sie optimale Voraussetzungen haben. Der erste Punkt sind Polarisationsbrillen. Polarisation heißt bei uns Quattroflex. Sie haben vier Scheiben in dem Produkt mit dem ganz großen Vorteil, dass glatte Oberflächen, wie jetzt zum Beispiel die Eisplatte, oder der nasse Schnee beim Fahren sichtbar gemacht wird. Das können wir mit einem Testgerät Ihnen hier im Unternehmen auch zeigen, wie das funktioniert, dass Sie das auch in etwa nachvollziehen können. In der Praxis der ganz große Vorteil, die Eisplatte ist in 30 Meter sichtbar und der Pulverschnee im Übergang zum nassen Schnee, möglicherweise im Frühjahr im Tal, ist auf 30 bis 50 Meter auch sichtbar gemacht und Sie können diese mehr oder weniger gefährlichen Situationen aus dem Weg gehen. Der dritte Vorteil neuer Scheibentechnologien sind Brillen, die phototrop sind. Wir nennen das Varioflex. Die Brille passt sich in ihrer Helligkeit dem Tagesverlauf an, der Schlechtwettersituation oder dem Fahren in offenen Hängen oder in Waldsituationen. Das funktioniert übergangslos und es geschieht über sichtbares Licht und UV-Einstrahlung. Können wir Ihnen auch hier im Laden sehr, sehr gut zeigen über eine UV-Lampe, wie schnell sich diese Brille in ihrer Lichtdurchlässigkeit verändert und Sie das perfekte Licht und die perfekte Lichtdurchlässigkeit den ganzen Tag haben. Der letzte Stand, den es gibt in Sachen Technik, ist, dass wir diese drei Themen in einem Glas unterbringen. Das heißt, wir haben die Spiegelscheibe mit einer sehr, sehr hohen mit einem sehr hohen UV-Schutz, 100%igen UV-Schutz, der Sie schützt zunächst mal gegen intensive Sonneneinstrahlung, dass man nicht geblendet ist, dass man mit offenen Augen fahren kann. Zweitens haben Sie in der Brille diese phototrope Scheibe beinhaltet. Die Spiegelscheibe passt sich automatisch in der Lichthelligkeit an und Sie haben den Polarisationseffekt mit blendfreiem Skifahren. Sie sehen die Übergänge zwischen Eis und nassem Schnee und kommen so sicherer den Berg hinunter. A-Sport.